Fans, hallo Freunde aus Hanau, ich bin hier mit den Spielern Steffen Mengel und Patrick Franziska in einem kleinen Interview und habe ein paar Fragen, die ihr teilweise auch gestellt habt. Die erste Frage geht an der Spieljungs. Wie seid ihr denn zum Tischtennis gekommen? Steffen. Also ich bin durch meinen Vater und durch meinen Bruder zum Tischtennis gekommen. Beide haben schon im Verein gespielt und spielen heute auch noch immer und haben mich halt mit zum Training am Anfang genommen und mir ist dann ganz gut gefallen und ich bin so dabei geblieben. Bei mir war es ähnlich. Meine Mutter und mein Vater haben Tischtennis gespielt und spielen noch Tischtennis. Und die haben mich mitgenommen dann mit 6 im Verein. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, die nächste Frage wäre, ihr seht ja hier Diagonalhalle. Schön aufgemacht, schöner Trainingsort. Ihr habt die Main-Kinzig-Halle, ihr habt das Leistungszentrum in Frankfurt. Wo spielt ihr denn so am liebsten? Ja, natürlich ist eine ganz andere Atmosphäre jetzt auch in der Main-Kinzig-Halle. Wenn wir unser Heimspiel haben, vor 500 bis 600 Zuschauern zu spielen, ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wie hier in der Trainingshalle zu spielen. Aber ich denke, die Trainingshalle, die wir jetzt hier haben, eignet sich sehr, sehr gut. Wir können 4 bis 5 Tische hier aufbauen und so mit bis zu 10 Leuten hier trainieren in diesem Drittel, wo jetzt gerade sind. Wir haben roten Boden und ich denke, das ist für uns eine super Vorbereitung auf den Wettkampf. Gut. Dann die nächste Frage geht an dich, Patrick. Euer Trainer Helmut Hampel ist schon international bekannt, hat Größen rausgebracht wie Jörg Roskopf, Timo Boll und hat dich natürlich auch ein ganz schönes Stück weitergebracht. Wie findest du es denn, von so einem guten Trainer trainiert zu werden? Also es ist unglaublich, wie motiviert er immer noch im Training ist. Also er ist schon knapp, also fast 60. Und also er kommt jeden Morgen in die Halle und ist mega motiviert, ist richtig heiß, den Spieler immer verbessern zu wollen. Ich denke, das macht ihn am meisten aus. Okay, dann sind wir auch schon bei Frage 4. Welche Folgen und Ziele habt ihr denn für die kommende und für die jetzige Saison noch? Ja, das jetzige Ziel heißt natürlich Klassenerhalt. Wir haben noch 4 Spiele. Sicher, nächstes Jahr in der Bundesliga zu spielen, sollten wir auf jeden Fall die letzten beiden Spiele gegen Gräfenfing und gegen Herne gewinnen. Wir haben jetzt am Sonntag nochmal eine Chance gegen Fulda, dann gegen Düsseldorf. Wir probieren natürlich unser Bestes zu geben, hoffen, dass wir auf jeden Fall von diesen 4 Spielen 2 Spiele gewinnen und dass wir in der Klasse drin bleiben. Dann natürlich noch die Frage, die jeden interessiert. Was esst die Sportlerin nach so einem harten Training? Es ist unterschiedlich. Also manchmal machen wir uns was zu essen zu Hause. Am sinnvollsten wäre es natürlich, wenn man immer schön Nudeln isst nach dem Essen. Aber manchmal, okay, gehen wir dann auch mal ein bisschen essen. Okay, dann bedanke ich mich, gebe zurück ins Studio und sage Danke.